los geht's. Ein besonderer Moment für unseren Stadtpräsident. Die Preisverleihung am jährlichen Lesesommer mit 1000 Kindern in der Steinberggasse. Eine von vielen Aufgaben von Michael Künzli. Als Stadtpräsident leitet er die Sitzungen vom Stadtrat. Er ist Chef der städtischen Verwaltung mit gegen 5000 Mitarbeitenden. In seine Verantwortung fallen die Stadtentwicklung und die Dienststellen, die für alle Departemente zuständig sind. Traditionell ist der Stadtpräsident auch für die Winterthurer Kultur zuständig. Das Schönste an diesem Beruf ist wirklich der Austausch mit den Leuten und all die Bedürfnisse sammeln und manchmal erklären, warum etwas halt nicht geht oder eben zu sagen, mal ist eine gute Idee, das prüfen wir. Was macht Yvonne Beutler auf dem Bauernhof? Als Finanzchefin kümmert sie sich nicht nur um die Steuern, sondern ist verantwortlich für die gesamten Finanzen der Stadt Winterthur. Dazu gehören auch die Liegenschaften bis hin zu den städtischen Bauernhöfen. Sogar für die Informatik der Stadt ist sie zuständig. Viel Zeit braucht der jährliche Budgetprozess und die Innovationsplanung für eine solide Jahresrechnung. Für mich ist etwas ganz Wichtiges, dass ich für die Gesellschaft tätig sein kann. Also ich arbeite wirklich für die Bevölkerung dieser Stadt. Und ich kann das auch meinen Teil dazu beitragen. Ich kann die Stadt mitprägen. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich, ich kann wie etwas auch bewirken mit dem, was ich mache. Der Josef Liesibach auf Baustellenbesichtigung. Als Vorsteher des Departements Bau sorgt er für eine ansprechende und gesetzeskonforme Bauentwicklung. Zudem ist ihm das Tiefbauamt unterstellt, das für gute Strassen, eine funktionierende Kanalisation und eine effiziente Entsorgung zuständig ist. Der Bau und Unterhalt von städtischen Hochbauten sowie die Stadtplanung und Entwicklung ergänzen sein breites Tätigkeitsgebiet. In meinem Departement arbeiten 300 Mitarbeitende. Sie sind für 370 km Strassen und Wege zuständig, inklusive Veloweg. Sie räumen den Schnee weg und halten 370 km Abwasserkanäle intakt. Und entsorgen pro Jahr 360 kg Abfall pro Einwohner. Bei all den vielfältigen Aufgaben, die die Stadträtinnen und Stadträte in ihren Departements bewältigen, werden die für Winterthur wichtigen Stadtratsbeschlüsse gemeinsam an der wöchentlichen Sitzung getroffen. Wegen der vielen Geschäfte, die zu behandeln sind, muss der Stadtrat effizient und kompetent miteinander kommunizieren und entscheiden können. Voraussetzung dafür ist eine profunde Aktenkenntnis. Darum sieht man Mitglieder der Stadtregierung jeweils am Vortag bei der sogenannten Aktenauflage die umfangreichen Dossiers für die traktandierten Geschäfte studieren. Gern ist Barbara Günthard-Meyer an der Front, wenn es bei ihrer Polizei oder Feuerwehr etwas zu üben gibt. Die beiden Abteilungen, aber auch der Zivilschutz, sind ihr als Vorsteherin vom Departement Sicherheit und Umwelt unterstellt. Zuständig ist sie auch für Umweltfragen wie die Luftqualität und die Energie, zusammen mit dem Gesundheitsschutz. Ein bisschen weniger spektakulär, aber genauso wichtig, ist die Einwohnerkontrolle und das Zivilstandsamt. Für mich ist etwas vom Schönsten, dass ich als Politikerin und gerade auch als Stadträtin wirklich an mich für die Menschen in diesem Land oder für die Menschen hier in Winterthur einsetze. Ich kann eine sehr, sehr sinnvolle Arbeit machen. Das fasziniert mich.
Kontakt mit Lehrern und Schülern ist am Stefan Fritschi, Vorsteher des Departements Schule und Sport und Präsident der Zentralschulpflege, sehr wichtig. Er und seine Mitarbeitenden beraten Schulen und Sportorganisationen für ein Breitsportangebot in Winterthur. Genauso zentral ist aber die Förderung der sportlichen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit den Eltern und im Interesse der Gesundheit. Perfekt unterhaltene Schul- und Sportanlagen sowie der Bau von modernen Schulhäusern liegen dem Stefan Fritschi am Herzen. Das Departement Schul und Sport, so wie es auch heisst, vom Namen her, ist verantwortlich, dass die Schulen in Winterthur laufen und dass für den Sport die nötige Infrastruktur bereitgestellt wird und dass man die nötigen Sportfördermassnahmen machen kann. Auch das gehört zum Tätigkeitsgebiet von Nicola Galladi, Vorsteher vom Departement Soziales. Im Projekt Icarus sollen Süchtige zurück in ein normales Leben geführt werden. Am Jubiläumsfest ist er als Stadtrat Ehrengast. Sein Departement ist zuständig für die Bereiche Soziale Dienste, Alter und Pflege, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die KAP, die Koordinationsstelle für Arbeitsprojekte, sowie die Fachstelle Gesundheit. Das ist manchmal ein bisschen Achterbahn. Man hat in einer kurzen Zeit wahnsinnig schöne Momente, aber auch wieder ganz, ganz schwierige. Und da muss man mit der Zeit, mit den Jahren ein bisschen lernen, wie geht man mit dem um, dass man auch ein bisschen mit den Ereignissen, dass es ein bisschen in ein gewisses Gleichgewicht von sich selber bringen kann. Mit Velo kennt man den Matthias Gfeller, verantwortlicher Stadtrat für die technischen Betriebe. 650 Mitarbeitende sorgen für die Verteilung der Fernwärme aus der Kehrichtsverbrennungsanlage, aber auch von Strom, Gas und Wasser. Genauso ist das Verteilen von Personen mit Stadtbus Winterthur ein wichtiger Teil in seinem Departement. Ergänzt wird der breite Aufgabenbereich mit der Pflege von städtischen Grünanlagen, Friedhöfen und dem Stadtwald bis hin zur Reinigung des Wassers in der Kläranlage. Es geht vom Wald, von Problemen mit dem Käfer, zum Beispiel mit dem asiatischen Laubholzbock, bis zu hochtechnisierten Anlagen wie der Kirchverwertungsanlage, die im Prinzip eine riesige chemische Fabrik ist und die in den letzten 20 Jahren die grösste Baustelle zu Winterthur überhaupt war. 7 engagierte Persönlichkeiten, die die Verantwortung für ihre Departements mit Engagement, Überzeugung und Herzblut wahrnehmen und sich genauso als starkes Team für eine lebenswerte, gesunde und zukunftsorientierte Stadt Winterthur einsetzen. Unser Stadtrat von Winterthur.